Moin und herzlich willkommen, liebe Wargaming-Freunde bei JD's Wargaming World und meinem Painvlog der Woche. Jedes Wochenende komme ich ein bisschen voran. Letztes Wochenende war ja nicht so viel, aber Stück für Stück mit kleinen Nüssen ernährt sich das Eichhörnchen. Und deswegen wollte ich euch auch diese Woche mal wieder zeigen, wie ich vorangekommen bin. Erstmal habe ich wieder gebaut und habe sozusagen bautechnisch auch meine Echsenmenschen-Armee fertiggestellt. Juhu, es muss nur so ein, zwei Figuren bemalt werden. Starten wir natürlich erstmal hier mit diesem schönen, großen Carnosaurus, geritten von einem Hornnacken-Veteran. Wunderschönes Modell. Klassisches Games Workshop, war aus der großen Echsenmenschen-Box, die es so gibt. Coole Sache, sieht sehr mal ästhetisch aus. Ich habe auch den prunkvollen Thron mit dem Hornnacken-Veteran. Man kann ja auch einen klassischen Hornnacken nur drauf machen. Das Einzige, was ich an dem ein bisschen geändert habe, den Speer habe ich auch gegeben, den finde ich hübsch. Speer ist hübsch. Dass ich nochmal extra ein Schild hier oben drauf geklebt habe, weil er bei mir regeltechnisch ein Schild hat. Sonst habe ich immer auch so diese leicht mechanische Hand hatte sogar. Muss ich mal überlegen, wie ich die denn genau mal. Sieht sehr extrem schön gepanzert aus. Ja, sehr hübsches Modell. Wird großartig, das zu bemalen, freue ich mich wirklich sehr. Und ja, kann man gar nichts mehr zu sagen. Dino. Große Dinos. Das ist toll an Dex-Menschen. Große Dinos. Das zweite ist hier dieses schöne kleine Regiment. Ihr seht hier insgesamt 20 Tempelwachen. Das sind ja die etwas heftigeren Infanteristen, Sauruskrieger, aber nochmal gut gepanzert. Hier zum Beispiel der Champion, der nochmal extra ausgestattet ist, die auch im Vergleich zu den normalen Sauruskriegern, die ich ja vor zwei Wochen gemalt habe, nicht so schön ineinander stehen, weil die teilweise noch deutlich gepanzertere Schwanzspitzen haben. Ja, in der Mitte, übrigens volles Kommando, falls ihr fragt, steht natürlich der schöne Armeegeneral Slan, Magierpriester, heftigster Magier im ganzen Spiel. Und der schwebt da so auf seiner Sänfte. Den habe ich nochmal extra oben zusätzliches Banner angeklebt, weil er bei mir nicht nur Armeegeneral, sondern auch Armeestandartenträger ist. Das geht ja bei dem Slan, der kann auch die Armeestandarte nehmen. Der kann eigentlich alles. Der kann zaubern, der kann Armeestandarte, der kann generalisieren. Alles, ja. Sehr hübsche Sache. Ich habe nur einen Fehler gemacht. Normalerweise grundiere ich es erst und mache dann die Flugbase Stab rein. Das habe ich jetzt irgendwie verpeilt, einfach reingemacht. Und deswegen habe ich den hier noch so ein bisschen abgeklebt. Dann kann ich es schön grundieren. Und dann das Band einfach abnehmen. Ja, das ist es an meinen Echsenmenschen. Muss jetzt nur noch alles grundiert und bemalt werden. Und da komme ich ja auch voran, wie ich sagte. Stück für Stück male ich. Und wie der Titel des Videos schon verraten hat, habe ich 20 Sauruskrieger fertig gemalt. 20 Stück ist eine hübsche Anzahl. Das Einzige, was schade ist, wie ihr seht, ist ja noch die Hälfte frei, weil da warten nochmal 20, beziehungsweise 19 plus diesem schönen Hornnacken. Auch als Hornnacken-Veteran werde ich ihn spielen. Ah, tolles Modell. Jetzt schon hübsch mit so einem anderen Blauton. Meine ersten Sauruskrieger der Armee hatte ich ja dunkelgrün gemalt. Die hier werden jetzt dunkelblau gemalt. Armeefarben sind dunkelgrün und dunkelblau. Und deswegen fand ich die Abwechslung ganz cool. Ich zeige euch erstmal so einen halbbemalten, was ich da schon gemacht hatte. War komplett grün zu grundieren. Grün sage ich schon, blau zu grundieren mit dem Levianan Blue. Auch hier mit einer Primer-Technik, dass ich erst das Schwarz geprimed habe, dann leicht mal weiß drüber. Sieht man jetzt zum Beispiel am Speer. Dadurch habe ich in den Tiefen eigentlich immer noch schön das Schwarz. Hier sieht man es auch ein bisschen besser. Und dann oben mal das Helle. Die Schilder habe ich hier ein bisschen anders gemacht. Da bin ich erstmal mit dem sehr grünen Mood Green drüber gegangen. Und habe dann das Leviathan Blue drüber gemacht. Dadurch hat es jetzt so einen schönen dunkelgrünen Schimmer, aber leicht bläulich. Werde ich dann noch weiter finishen und dann habe ich hinten mit einer Farbe Schuppen gemacht und vorne den Bauch. Das jeweils mit dem Blue Horror, den Bauch und mit dem etwas türkiseren Baharot Blue. Habe ich da hinten die Schuppen gemacht. Ja, soweit war ich grundlegend gekommen. Dann habe ich gemerkt, das wird dieses Wochenende definitiv nichts mehr mit 40 Sauruskrieger, also 39 Sauruskrieger und einem Champion. Wollte aber auch nicht ganz ohne einen Erfolg aus dem Wochenende. Dann habe ich gedacht,
Dann mache ich erstmal 20 und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und die 20 habe ich gerade so geschafft. Hier sind sie. Sogar zu breit aufgestellt für das Bild. Also grundsätzlich dann einfach weitergemalt. Was habe ich da gemacht? Ich habe als nächstes die Stacheln und hier unten die Klauen mit einem Ushabti Bone. Das ist ein mitteldunkler Knochenton gemacht. Bin dann hier mit dem Skull Crusher Brass. Kann man wahrscheinlich auch nicht 10-mal hintereinander sagen. Habe ich hier die Rüstung gemacht und die Schwanzspitze, den Kopf. Dann bin ich hier über die Schilde nochmal mit einem Skink Blue gegangen. Habe die Schilde hinten mit Dark Reaper, das ist ein dunkelblau-grauer Ton. Und dann hier dem Doombull Brown habe ich die Lederbänder gemacht. Dann The Korax Bronze hier die Spitzen gemacht rund um die Schilde mit Silber, Stormrose Silber, den Armschmuck, dann Mund weitergemacht, Screaming Skull die Zähne, Gelb die Augen, noch teilweise ein bisschen Zunge gemalt, auch hier wieder eine Kombination aus Blood Reaver Flesh and Blood Angels Red. Sehr gut geeignet so für so Münder, die dunkel wirken. Hat eine coole Farbkombination. Die Basen mit Ocarin Camo, die Speere hier mit Baneblade Brown, dann oben mit Kupfer, dann mit einem Silber, dem normalen Ironbreaker hier die Metallverzierung und dann habe ich noch das vorne trocken gebürstet mit einem Metallton. Ja, und dann sind das jetzt hier so dunkelblaue, schöne Saruskrieger. 20 Stück, das heißt zwei Reihen von dieser Horde habe ich schon fertig gemalt. Und ich finde, es ist immer wieder schön. Kerneinheiten, Warhammer Fantasy, 8. Edition. Viele Einheiten, die alle irgendwie doch ähnlich aussehen, dadurch eine tolle Masse ergeben. Das macht einfach Spaß. Ja? Nicht nur so drei riesige Modelle, die irgendwo in der Gegend rumstehen bei Age of Sigmar. Ja, das war's. Ihr Programm für die nächste Woche ist ja schon vorgezeichnet. Das liegt da hinten. Schauen wir mal, ob ich noch was daraus außerdem schaffe. Aber allein das wäre cool. Dann hätte ich hier meine Kerneinheiten-Horde fertig. Hätte ich sowieso die Kerneinheiten schon von der Echsenmensch-Armee fertig. Wäre auch super. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Lasst gerne ein Like da oder einen Kommentar oder beides. Und dann wünsche ich euch eine tolle Woche. Viel Spaß mit eurem Hobby. Und hoffentlich schaltet ihr wieder ein. Danke, ciao, euer JD.